was das Problem war und haben es sorgfältig justieren können. Und wir haben jetzt, warum zeigt, und wir haben schon mal vorher, warum ist der jetzt, warum hat der jetzt kein Signal? Ah. Okay. Es wurden auch neue Beamer installiert. Vorher war es so, dass man sozusagen einfach sozusagen hier eingeschaltet hat und dann funktionierten auch die Beamer und so weiter. Es wurde jetzt so geändert, man muss sie mit der Fernbedienung steuern. Nun ist dann, hat es einem eingefallen, dass jetzt die Beamer natürlich zur Leinwand gerichtet sind. Und deshalb sind sie mit der Fernbedienung Infrarotlicht so nicht ansprechbar. Okay, so in den ersten Stunden habe ich das gelöst, dadurch, dass ich dann immer hier hinlaufen musste. Zack. Plötzlich musste ich feststellen, es hat nicht mehr funktioniert. Warum? Weil inzwischen die Techniker auf die geniale Idee gekommen sind, diese Sensoren auszubauen, also die das Infrarotlicht empfangen und hier auf den Vortragenden zu richten. Okay, das hat 2-3 Tage gut funktioniert. Dann hat sich dieser Sensor irgendwie verdreht und man muss an irgendeiner bestimmten Stelle hier irgendwo stehen, um es überhaupt mit der Fernbedienung anzubekommen. Und jetzt dadurch, dass die Tür war verschlossen, ich hatte den Hörsaalschlüssel kurz abgezogen, hat sich die ganze Anlage wieder ausgeschaltet. Und mal schauen, ob die Beamer kaputt gegangen sind. Das sollte man eigentlich nicht machen mit denen. Das ist eigentlich ganz schlecht, die müssen nachlaufen. Ja? Und das ist so gesteuert, dass man einfach durch Strom ausschalten. Es ist. Aha, ich weiß jetzt, hier muss ich stehen, dann funktioniert. Sie sehen, das sind so die Dinge, mit denen man zu kämpfen hat. Und dann gibt es noch so Neuerungen wie, also es funktioniert wie Studieneingangsphase und so weiter. Es wird einem ziemlich schwer gemacht, aber ich hoffe, Sie haben trotzdem Spaß an der Physik. Also ich habe mir trotz all dieser Widrigkeiten den Spaß an der Sache noch bewahren können. So, ja, das wollte ich Ihnen zeigen. Wir haben diesen Versuch jetzt vor der Vorlesungsstunde mehrmals wiederholt. 7 Messwerte, tatsächlich haben wir 8 Messungen durchgeführt, aber einer war völlig daneben, den haben wir verworfen. Aber die passen ganz gut und das sind die einzelnen Werte. Sie sehen, wie die streuen. Und unten habe ich den Mittelwert ausgerechnet und die Standardabweichung. Und jetzt zeigen wir Ihnen einfach nochmal 3 weitere, dass das jetzt nicht erfundene Werte sind. Zack, 22,83. Was haben wir jetzt? Das hat das Stoppsignal nicht ausgelöst. Und das ist ein Wert, der überhaupt nicht ins Bild passt. Der ist ganz viele Standardabweichungen weg. Und da kann man doch daraus schließen, dass irgendwas anderes faul war. Das passiert gelegentlich. Den darf man dann verwerfen. Und jetzt 622, was ist das, 42 oder 92? 42. Ja, das müssen wir nochmal rausfinden. Also es gibt manchmal Werte, die bei 590 Millisekunden liegen, was da passiert. Ja, 622,39. Sie sehen also, das sind keine frei erfundenen Werte. Das ist übrigens das Allerschlimmste, was man überhaupt tun kann. Messwerte erfinden und so weiter. Ja. Die Messwerte können schon irgendwie systematisch falsch sein und so weiter. Man muss sich überlegen, warum sind sie systematisch falsch oder passen nicht zu der Theorie. Aber das ist ganz wichtig, man darf keinesfalls absolutes Verbot sozusagen Messwerte so
sagen wir mal so, tunen und interpretieren, dass es einem irgendwie ins Bild passt. Also es gibt einige wenige klassische Beispiele, wie sowas passiert ist. Es ist extrem schädlich. Auch wenn Sie Praktikumsversuche machen und messen halt irgendwas und das Ergebnis ist, Sie wissen, das kann nicht sein, da ist irgendwas falsch, dann ist das trotzdem so zu dokumentieren und so zu besprechen und man muss sich eben überlegen, wo könnten mögliche Fehlerquellen liegen. Das Allerschlimmste ist eben zu versuchen, diese Werte irgendwie hinzubiegen. Okay, so nach diesem kleinen Ausflug, jetzt haben wir die Werte, der Mittelwert liegt bei 622,83 Millisekunden. Und die Standardabweichung liegt bei 0,3 Millisekunden. Also man würde den Wert jetzt tatsächlich so angeben, dass man t gleich 0,622, die 8 ist noch signifikant und man kann dann so in Klammern eine 3 hinschreiben. Das ist eine Schreibweise. Und die andere Variante ist einfach, dass man schreibt 0,6228 plus minus 0,0003 Sekunde, fehlt natürlich ganz wichtig, Sekunde. Ja, das sind die beiden Varianten, um das anzugeben. Aber wie gesagt, das, was Sie hier sehen, ist nur der statistische Fehler. Wir werden uns die Werte nachher nochmal genau anschauen, ob da nicht vielleicht noch was Systematisches drin ist. Okay, aber das noch ein kleiner Nachtrag zu dem, was letztes Mal nicht sonderlich gut funktioniert hat. Und ich hatte letztes Mal begonnen eben mit der Mechanik und habe Ihnen ein ganz einfaches Beispiel gezeigt, wie man ein Weg-Zeit-Diagramm zeichnet. Also man muss eben irgendein Koordinatensystem festlegen und zeichnet dann, wie sich der Ort als Funktion der Zeit entwickelt. Wir haben das bei einer eindimensionalen geradlinigen Bewegung besprochen. Auch dazu werden Sie heute ein paar Übungsbeispiele bekommen. Heute geht ja der Übungsbetrieb los, die Studienorientierungslehrveranstaltungen, wo Sie Übungen zu rechnen bekommen. Bei der Studienorientierungslehrveranstaltung ist es so, dass Anwesenheitspflicht besteht. Allerdings weiß ich nicht genau, was passiert, wenn Sie nicht anwesend sind. Besteht Anwesenheitspflicht und Sie bekommen Übungszettel zum Rechnen und sollen die auch abgeben. Wir schauen uns die an. Allerdings müssen Sie das nicht. Bei der SL-Veranstaltung ist das ein freiwilliges Angebot an Sie. Wir dürfen bei den SL-Veranstaltungen, sozusagen die einzelnen Übungszettel und ihre Hausübungen, auch ihre Beteiligung, nicht zur Bewertung heranziehen, sondern nur das, was Sie in der Prüfung am Schluss bringen. Tatsächlich laufen dann die Pro-Seminare, die es später gibt, ganz genauso ab, nur dass Sie die Hausübungszettel abgeben, also dass die bewertet werden und auch in die Benotung und so weiter einfließen können. Das ist der Unterschied. Das ist so eine Sache, die uns, also vom Ablauf her, vom praktischen Dingen her, ist es eigentlich das Gleiche. Von der Bewertung her gibt es gewisse subtile Unterschiede. Auf jeden Fall rate ich Ihnen ganz dringend, Sie müssen ja dann die Prüfung ablegen zu der Steh-Op-Phase, dass Sie ganz besonders intensiv sich diese Übungszettel anschauen und die Übungsbeispiele rechnen und ähnliche rechnen, die Sie vielleicht in Büchern finden und so weiter. Das ist sicherlich die beste Vorbereitung darauf. Ich persönlich halte nicht viel von der Steh-Op. Ich habe das schon zu erkennen gegeben. Ich glaube, dass es absolut kontraproduktiv ist, sie in den ersten, sozusagen, gerade in der Anfangsphase des Studiums so unter Druck zu setzen. Ja, dass man nur sozusagen von einem Prüfungsevent zum nächsten hechelt und so weiter. Ich glaube einfach, dass sie ein Jahr circa benötigen, um überhaupt so die Grundgerüste der Physik zu verstehen und sozusagen lernen, irgendwie, wie man Aufgaben rechnet und wie man daran geht. Und ich halte das einfach für zu früh. Aber gut, ich kann es nicht ändern. Jetzt noch wieder zurück zur Physik. Ortszeitdiagramm hatte ich Ihnen gezeigt. Darauf möchte ich jetzt wieder zurückkommen. Merken wir uns mal die Werte hier. Jetzt geht es um den Begriff der Geschwindigkeit. Und zwar möchte ich zuerst diskutieren, was eine
Durchschnittsgeschwindigkeit ist. Und beginne mit einem Wegzeitdiagramm dieser Art. Hier sind die Achsen. Jetzt muss ich natürlich ordentlich die Achsen beschriften. Zeit in Sekunde und Ort x in Metern. Und jetzt muss ich noch die Skala beschriften. Und was ich betrachten möchte, ist der Vorgang, ja, typischerweise ein Auto bewegt sich auf der Straße. Es bewegt sich mit einer gewissen Geschwindigkeit, bleibt dann an einer Ampel stehen, fährt wieder los, beschleunigt und hat dann wieder konstante Geschwindigkeit. Und was passiert da? Also hier ist die 0. Machen wir das mal so, dass hier sind 200 Meter, hier sind 400 Meter, hier sind 600 Meter und hier sind irgendwo minus 200 Meter. Und in dem Fall ist die 0 vielleicht, ja, eigentlich willkürlich gewählt. Und was jetzt passiert ist, dass, sagen wir mal, wir starten an einem bestimmten Punkt. Und zwar ein Punkt in diesem Zeitwegzeitdiagramm liegt bei T1 gleich, die Zeitskala fehlt mir noch. Sagen wir mal, hier sind die 50 Sekunden, hier sind 100 Sekunden und hier sind 150 Sekunden. Und was ich jetzt mache, ich wähle einen Punkt, T1 gleich 10 Sekunden, das dürfte hier sein, X1 gleich minus 200 Meter. T1 gleich 10 Sekunden, X1 gleich minus 200 Meter. So, und jetzt sieht der Vorgang so aus, dass ich hier bewegt sich das Auto mit einer konstanten Geschwindigkeit, bis es irgendwann, sagen wir mal, die 400 Meter, also 400 Meter zurückgelegt hat. Das sieht dann so aus. Hier bleibt es stehen, hier ist die Ampel. Okay, bleibt eine Zeit lang stehen. Jetzt wird wieder beschleunigt. Jetzt wird wieder beschleunigt, kräftig beschleunigt und man landet dann bei, sagen wir mal, hier bei den 150 Sekunden landet man also bei T2 gleich 150 Sekunden landen wir bei X2 gleich 700 Meter. Hier ist der zweite Punkt, den ich markieren möchte. So, und jetzt kann man also sagen, hier, das kann ich als Startpunkt ansehen, das als eine Art Endpunkt. Und ich kann jetzt sagen, dass ich in einer Zeit von 10 Sekunden bis 150 Sekunden, das sind 140 Sekunden und das sind, jetzt was zurückgelegt wurde, hier sind 700 Meter und hier nochmal 200 Meter sind 900 Meter. Und jetzt kann ich daraus eine Durchschnittsgeschwindigkeit berechnen. Die Durchschnittsgeschwindigkeit gemittelt ist eine mittlere Geschwindigkeit, ist jetzt, wir müssen das, den zurückgelegten Weg nehmen und der zurückgelegte Weg ist eben hier, das ist das Delta X und hier ist der Blödsinn, das ist Delta X und das ist Delta T, das ist der zurückgelegte Weg und den müssen Sie durch die Zeit teilen, die das Ganze gebraucht hat, kann ich auch schreiben als X2 minus X1 durch T2 minus T1 und das ist die Durchschnittsgeschwindigkeit. Und diese Durchschnittsgeschwindigkeit sind, wenn ich jetzt Zahlenwerte einsetze, 900 Meter
durch 140 Sekunden und das sind ungefähr gleich 6,42 Meter pro Sekunde. Und was Sie eben hier sehen, ist, dass das, wenn Sie jetzt, wenn ich jetzt noch eine Linie ergänze, dann habe ich hier gelb dieses Steigungsdreieck und dann bedeutet eben die Steigung hier in dem Dreieck, die Steigung von dieser Geraden hier entspricht der mittleren Geschwindigkeit. Also Steigungsdreieck und das gibt die mittlere Geschwindigkeit, wo man eben, wenn man eine mittlere Geschwindigkeit angibt, muss man immer sagen, auf welches Zeitintervall bezieht sich das. Und das ist hier durch T1, T2 gegeben. Wenn ich ein anderes nehme, wenn ich T1 und hier eine andere Zeit, T3 nehme, dann sehen Sie, hier hätte das Steigungsdreieck eine größere Steigung. Also die mittlere Geschwindigkeit wäre hier größer. Aber wenn man jetzt an der Ampel anhält und wartet, dann sinkt natürlich die mittlere Geschwindigkeit und würde dann, wenn man hier beschleunigt, wieder dann ansteigen. Also die mittlere Geschwindigkeit bezieht sich auf das Zeitintervall T1 und T2. Das wäre die mittlere Geschwindigkeit leicht zu verstehen. Was aber eigentlich wichtig ist, ist der Begriff, wenn wir von Geschwindigkeit sprechen, dann meinen wir zumeist die sogenannte Momentangeschwindigkeit. Und wie der Name schon sagt, bezieht sich das Ganze auf einen bestimmten Moment. Die Momentangeschwindigkeit. So, was hat es damit auf sich? Wir schauen uns das gleiche Wegzeitdiagramm nochmal an. Also irgendwie so sieht das Ganze aus. Ja, Zeit und Ort. Hier erspare ich mir in dem Moment die Achsenbeschriftung, die eigentlich dran gehört. Das ist die gleiche Bewegungsform wie da oben. Und jetzt kann ich natürlich hergehen und kann sagen, ich betrachte mal die Momentangeschwindigkeit. Also ich wähle mir einen bestimmten Zeitpunkt aus. Sagen wir mal, wir gehen hier hin. Ja? Und dann überlege ich, was passiert eigentlich in einem sehr kleinen Zeitintervall. Also ich mache die Intervallgrenzen, dass sie immer kleiner werden und betrachte es in einem dann infinitesimal klein werdenden Intervall. Also ich bin hier irgendwo und habe jetzt hier mein Delta X und hier mein Delta T. Okay, und jetzt kann ich natürlich Delta X und Delta T beliebig klein werden lassen, infinitesimal klein, dann schreibe ich es als D, klein dx über klein dt und dann wissen Sie schon, worauf das Ganze hinausläuft. Das Ganze ist dann einfach die Ableitung der Ortskurve nach der Zeit. Also ich kann es so hinschreiben, diese Momentangeschwindigkeit V ergibt sich als Limes Delta t gegen 0, also für infinitesimal klein werdendes Zeitintervall von diesem dx über dt. Wir schreiben das eben gerne infinitesimal kleine Dinge einfach als klein dx über klein dt und das bedeutet eben dann, dass das Ganze infinitesimal klein ist. Das ist also eine Schreibweise, die in der Physik sehr, sehr gebräuchlich ist. So sieht man jetzt sofort, das kennen Sie aus der Schule, dass eben V von T, wir können eine Geschwindigkeit als Funktion von einer gewissen Zeit hier definieren, bei diesem Zeitpunkt, hier ist die Zeitachse und diese Geschwindigkeit ergibt sich als zeitliche Ableitung der
x von t Kurve. Okay, und jetzt ergänze ich mal das Bild hier und dann werden Sie Folgendes sehen. Wenn ich jetzt mal die Ableitung hinzeichne, dann haben Sie hier eine konstante Steigung. Die konstante Steigung geht, hier geht es dann recht schnell runter, das Auto steht. Jetzt ist das Ganze 0, die Ableitung ist 0, der Wert bleibt konstant. Und jetzt beschleunigt das Auto und dann geht das Ganze schnell auf einen Wert und da ist es nach der Ampel etwas schneller als vorher. Die Steigung sollte etwas größer sein als da. Das wäre jetzt die momentane Geschwindigkeit als Funktion der Zeit. Hier fehlt die Beschriftung, ganz schlecht, V. Die mittlere Geschwindigkeit, wenn Sie jetzt wieder ein Zeitintervall betrachten, sagen wir mal jetzt von hier nach dort irgendwo die mittlere Geschwindigkeit betrachten, dann müssen Sie schlicht und einfach von diesen Werten hier den Mittelwert nehmen und dann würde die mittlere Geschwindigkeit irgendwo, naja, sagen wir mal da liegen. Das wäre die mittlere Geschwindigkeit. So, also ganz wichtig, die Geschwindigkeit als Funktion der Zeit ergibt sich als zeitliche Ableitung der Ortskurve x von t. Und zeitliche Ableitung schreiben wir häufig so, aber noch viel lieber schreiben wir es so, dass wir einfach einen Punkt drüber machen, x Punkt von t. Das ist die zeitliche Ableitung. Es ist so, dass also man verwendet für Ableitungen ja häufiger einen Strich, also f' von x oder f2' von x. In der Physik wird für die zeitliche Ableitung sehr gerne der Punkt gebraucht, einfach um zu kennzeichnen, dass eben Zeit ist eine sehr, sehr wichtige Größe. Viele Vorgänge laufen als Funktion der Zeit ab. Und um das zu kennzeichnen, benutzt man da den Punkt. Also x Punkt, und ich werde Ihnen dann noch ein x2 Punkt zeigen, das wird dann die Beschleunigung sein. Also das heißt zeitliche Ableitung von x. Also der Punkt hier ist eine sehr gebräuchliche Schreibweise für zeitliche Ableitungen. So, also jetzt haben wir wieder die momentane Geschwindigkeit als Funktion der Zeit. Okay. So, wenn man einmal ableiten kann, kann man auch zweimal ableiten. Die Frage ist, was steckt dahinter, was bedeutet das? Und wir kommen jetzt zum Begriff der Beschleunigung. So, Änderung der, wir werden sehen, die Änderung der Geschwindigkeit entspricht der Beschleunigung. Und auch hier können wir eine mittlere Beschleunigung definieren. Also eine A, also A benutzt man gerne für Beschleunigung, steht für Acceleration. Also A gemittelt ist dann, man nimmt die Geschwindigkeitsänderung in einem bestimmten Zeitintervall und bezieht sie auf die Länge des Zeitintervalls, V2 minus V1 durch T2 minus I1. Das ist bezogen auf Zeitintervall T1, T2. Okay,
Genauso, jetzt lasse ich die Intervallgrenzen aufeinander zugehen und lasse das Intervall immer kleiner werden und infinitesimal klein, dann bekomme ich eine Beschleunigung a. Und die ist jetzt einfach dv durch dt, die momentane Beschleunigung. Dieses momentan können Sie sich aber eigentlich auch sparen, wenn wir von Geschwindigkeit und Beschleunigung reden, meinen wir eigentlich diese momentanen Werte. Nur wenn man sozusagen dann irgendwie eine mittlere meint, dann sollte man das kennzeichnen. Also hier ist die momentane Beschleunigung. Und das kann ich auch schreiben, also dv nach dt. Man kann das auch schreiben, die zweite Ableitung als d Quadrat x durch dt. Kann man auch machen. Dann muss ein dt Quadrat hier unten hin. Das ist Kurzschreibweise für die zweite Ableitung. Und das bezieht sich eben wieder auf einen bestimmten Zeitpunkt. Also ich kann einen bestimmten Zeitpunkt zuordnen, einen Ort natürlich, eine momentane Geschwindigkeit, momentan lasse ich weg, und eine Beschleunigung, womit ich auch wieder die momentane Beschleunigung meine. Und das Ganze kurz geschrieben, a von t, die Beschleunigung als Funktion der Zeit ist v Punkt von t, die erste zeitliche Ableitung der Geschwindigkeit, und das entspricht dem x 2 Punkt von t, der zweiten zeitlichen Ableitung von x von t. Das ist das, was Sie heute, das ist eigentlich das Allerwichtigste von dem, was Sie heute mitnehmen sollen, eben die Definition von momentan Geschwindigkeit und momentan Beschleunigung. Geschwindigkeit, Beschleunigung ist das Allerwichtigste. Die zweite zeitliche Ableitung der x von t-Kurve. So, und jetzt, bevor wir nun eine besondere Bewegungsform betrachten werden, Also damit will ich sagen, es ist eine Kurzschreibweise von dem, was hier steht. Also verschiedene Arten und Weisen, zweite zeitliche Ableitung auszudrücken. Und in der, also wir schreiben es eben gerne als a, die Beschleunigungsfunktion der Zeit. Und der Punkt heißt erste zeitliche Ableitung der Geschwindigkeit und hier zweite zeitliche Ableitung des Orts. Was ich Ihnen vorher erzählt habe, ist v von t ist x Punkt von t. Wenn ich das nochmal ableite, gibt es v Punkt ist x 2 Punkt von t. Und das entspricht der Beschleunigung. Okay, also das ist jedenfalls ganz wichtig. Und Sie werden das auch heute üben. Zu den Übungsgruppen wollte ich nur kurz sagen, ich hoffe, Sie alle wissen, in welcher Übungsgruppe Sie sind. Wir haben 6 Übungsgruppen. Die meisten von Ihnen sind in der Übungsgruppe, in der Sie sich angemeldet haben. Das trifft vielleicht auf 2/3 oder so weit dazu. Wir mussten aber auch einige umbuchen in andere Gruppen, haben das in erster Linie mal so gemacht, dass die gewählte Zeit gleich blieb. Aber wir mussten auch einige Zeiten umbuchen. Sorry, wenn Sie nicht in der Übungsgruppe sind oder in der Zeit, in die Sie rein wollten oder wo Sie sich angemeldet haben, es ist schlicht und einfach nicht machbar für uns. Ja. Also wir haben bis zu einem gewissen Stichtag, Vorsemester, alle Anmeldungen genommen und haben dann bei den überfüllten Gruppen im Wesentlichen gelost, wer wechseln muss, und haben jetzt im Laufe des Semesters eben nachträgliche Anmeldungen einfach so den Gruppen zugeteilt, dass die Gruppen gleich groß sind. Wir sind mit der Kapazität am Limit. Es ist sehr schön, dass wir so großen Zuwachs haben. Wir haben fast 150 Anmeldungen. Also wir haben jetzt 6 Übungsgruppen, A, 23 Teilnehmer. Und uns war ganz wichtig, dass wir die noch einigermaßen handlich halten. 25 geht gerade noch.
damit das Ganze effizient durchgezogen werden kann. Und Sie alle sollten wissen, welcher Übungsgruppe Sie sind. Und dann geht es eben heute los. So, was noch? Okay, jetzt wollte ich Ihnen zeigen ein Beispiel aus dem Heli de Resnik zu Beschleunigung und solchen Dingen. Okay, also was Sie hier sehen, ist eben ein Weg-Zeit-Diagramm. Hier ein einfaches Beispiel, Fahren im Aufzug. Ja, das ist die Höhe, in dem Fall ist die Ortskoordinate die Höhe. Sie können das X nennen, Sie können es Z nennen für die Höhe. Oft nennt man es auch H, also Sie haben die freie Wahl des Symbols, aber es gibt so gewisse Konventionen, was man nimmt. Und das ist also die Höhe als Funktion der Zeit. Und das ist die Zeitachse hier, 10 Sekunden. Jetzt sind Sie irgendwie unten bei 0 Metern Höhe, jetzt fährt der Fahrstuhl an und bewegt sich dann. Zunächst gibt es eine Beschleunigungsphase und hier bewegt er sich mit konstanter Geschwindigkeit nach oben, wird wieder abgebremst und ist dann eben oben bei 26 Metern irgendwo angekommen. Warum geht das vielleicht so besser? Ist er hier bei 26 Metern angekommen. Und hier ist ein Beispiel eben, dieses Steigungsdreieck für die mittlere Geschwindigkeit, aber da die mittlere Geschwindigkeit, da die Geschwindigkeit konstant ist, entspricht die mittlere Geschwindigkeit zu jedem Zeitpunkt auch der momentanen Geschwindigkeit. Hier sehen Sie eben die Ableitung von dem Ganzen. Und bei der Ableitung, das ist die Geschwindigkeit, Velocity, dann sehen Sie, die Geschwindigkeit ist hier 0, ist auch in der Phase, wo er sich mit konstanter Geschwindigkeit nach oben bewegt, ist konstant natürlich. Ja, also hier haben Sie konstante Geschwindigkeit und hier ist sie wieder 0. Und dazwischen liegt eben eine Phase, wo sich die Geschwindigkeit ändert. Und hier ändert sie sich sozusagen mit konstanter Steigung. Und hier wird die Geschwindigkeit reduziert mit konstanter Steigung. Wenn Sie sich das jetzt im Beschleunigungszeitdiagramm anschauen, unten, also die zweite Ableitung von dem, dann sieht man, hier gibt es eine Beschleunigungsphase und in der Zeit ist die Beschleunigung nahezu konstant. Das ist eine gute Annäherung daran. Hier ist die Beschleunigung 0, deshalb bleibt die Geschwindigkeit konstant und hier wird entschleunigt, ja, also wird abgebremst. Deceleration, Acceleration und Deceleration. Das zeigt Ihnen also nochmal so Weg-Zeit-Diagramm und die beiden Ableitungen, die dann Geschwindigkeit als Funktion der Zeit und Beschleunigung als Funktion der Zeit bedeuten. Naja, und hier ist ein anderes Beispiel, das werden wir später noch genauer besprechen, aber wenn Sie im Lift beschleunigt werden nach oben, dann spürt man, dann fühlt es sich so an, als ob die Schwerkraft in dieser Zeit größer wird. Man befindet sich dann in einem beschleunigten Bezugssystem, kein Inertialsystem, und das sind Dinge, die wir später noch genauer besprechen werden. Und also man fühlt sich irgendwie schwerer und wird dadurch etwas zusammengestaucht, soll das zeigen. Ja. Und beim Abbremsen andersrum, da fühlt man sich eine Sekunde lang etwas leichter. Ja, das soll dieses Männchen hier wohl andeuten. So fühlt man sich dabei. Im Aufzug sind das natürlich recht harmlose Effekte. Also dann fühlt man sich ein bisschen leichter, ein bisschen schwerer. Allerdings gibt es natürlich ganz andere Beispiele dafür. Und ein sehr nettes und sehr interessantes, es lohnt sich wirklich die Geschichte nachzulesen, ist folgendes. Das ist die Geschichte von dem US Air Force Colonel Stapp. Und zwar wurde da etwa in den 50er Jahren, auch etwas später, wurden Beschleunigungsversuche mit Menschen gemacht. Also die Frage war eben, wenn ich zum Beispiel mich in einem Düsenjet befinde, der wahnsinnig beschleunigt, was hält der menschliche Körper aus? Und dieser Colonel Stapp hat sich eben als freiwilliges Versuchskaninchen da zur Verfügung gestellt. Und es wurden Versuche gemacht auf einem Raketenschlitten hier. Ich habe gerade gefunden, es gibt auch ein YouTube-Video dazu. Sie müssen nur suchen und dann finden Sie die Video zu Colonel Stapp, wie er beschleunigt wird auf diesem Raketenschlitten und so weiter. Und hier sieht man eben, was passiert,
Also hier sind Fotos, hier bei sehr starker Beschleunigung. Wir sehen, er sieht ein bisschen anders aus. Und auch bei sehr starker Abbremsung. Wichtig eben für die Luftfahrt, auch für die Raumfahrt, welche Beschleunigungen hält man aus. Und tatsächlich sein Weltrekord war die 46,2-fache Erdbeschleunigung. Das heißt, dann spürt man momentan für kurze Zeit ein 40-mal größeres Gewicht als das, was man hat. Ja. Das ist gewaltig, aber der menschliche Körper hält das für kurze Zeit aus. Und die Sache ist jetzt nicht nur wichtig für Luftfahrt, Raumfahrt und so weiter. Tatsächlich ist es ganz für den normalen Straßenverkehr und sozusagen Unfälle sehr wichtig. Und dieser Colonel Stepp hat sich später auch sehr engagiert, weil er genau wusste, was richtet starke Beschleunigung an, dafür, dass man Autos verkehrssicherer, also sicherer macht. Also Konzepte wie Knautschzone und so weiter waren damals noch kaum bekannt, obwohl ein elementares physikalisches Prinzip, teilweise versucht, Autos möglichst hart zu machen und möglichst wenig deformierbar, dass sie um Unfälle zu überstehen, was aber völlig falsch ist. Denn sie müssen irgendwie erreichen, dass die Beschleunigung minimiert wird und dadurch die Kräfte auch minimiert werden. Und er hat sich sehr dafür eingesetzt und wahrscheinlich dadurch sehr, sehr viele Menschenleben gerettet in gewisser Weise. Es ist eine sehr interessante Geschichte. Sie können es finden auf der Wikipedia und es gibt auch YouTube-Videos dazu. So, jetzt kommen wir aber zu einer besonders, sagen wir mal, einfachen und wichtigen Bewegungsform in einer Dimension, zunächst mal in einer Dimension. Und das ist die gleichmäßig beschleunigte Bewegung. Und wie der Name schon sagt, zeichnet sich diese gleichmäßig beschleunigte Bewegung dadurch aus, dass die Beschleunigung konstant ist. Das ist ein Fall, den Sie tatsächlich auch im Alltagsleben häufig erleben. Einfach die Fallbewegung ist in sehr guter Näherung, so dass wir hier gezeigt haben, ist sehr, sehr nah an einer gleichmäßig beschleunigten Bewegung. Und das sieht also so aus in einem zunächst mal Beschleunigungszeitdiagramm. Das ist denkbar simpel. Die Funktion a von t ist nämlich einfach konstant. Kann natürlich unterschiedliche Werte haben, kann auch negativ sein. Sie haben eine konstante Beschleunigung. So, und jetzt wollen wir uns einfach überlegen, was bedeutet das jetzt für die Geschwindigkeit, was bedeutet das für den Weg als Funktion der Zeit? Jetzt müssen wir integrieren. Und vom Integrieren wissen Sie, hoffentlich jedenfalls, zwei Dinge. Nämlich, wenn ich eine Konstante integriere, dann gibt es einfach einen linearen Verlauf. Also bei konstanter Beschleunigung habe ich irgendwie einen konstanten Anstieg der Geschwindigkeit mit der Zeit. Aber es gibt auch eine Integrationskonstante. Okay, und das heißt, ich weiß, dass irgendwo ein Anstieg mit konstanter Steigung erfolgt, aber ich weiß nicht, wo der genau beginnt. Und ich sage jetzt einfach mal, der beginnt bei einer Geschwindigkeit V0. Und dann weiß ich, es gibt einen konstanten Anstieg. Die Steigung von dieser Kurve ist eben die Beschleunigung a. Ja, also hier wäre es konstant, entspricht also sozusagen auch dem Winkel hier. Und dieses V0
kenne ich nicht per se, es muss angegeben werden. Ja? Also es ist eine sogenannte Anfangsbedingung dabei, die Ihnen die Integrationskonstante festlegt. Ja, und jetzt kommt der nächste Integrationsschritt. Und was ich jetzt auch nicht weiß, per se, was angegeben werden muss, ist, an welchem Ort geht die Bewegung los. Ich habe wiederum eine Anfangsbedingung, irgendein x0. Das entspricht der Integrationskonstante jetzt bei der zweiten Integration. So, ich habe das x0. Und wenn ich jetzt integriere, was weiß ich? Zunächst mal habe ich eine Anfangssteigung. Da macht dieses bisschen hier nichts aus, aber ich habe eine Anfangssteigung, die durch das V0 gegeben muss. Das ist das, was ich habe jetzt eine Anfangssteigung und die entspricht den also wenn die Beschleunigung 0 wäre, sagen wir mal so, dann wäre die Geschwindigkeit hier der Anfangswert V0, die Geschwindigkeit würde sich nicht ändern. Und das heißt, im Ort würde ich einfach linear hier weitergehen. Aber wir haben jetzt eine Änderung der Geschwindigkeit und deshalb biegt die Kurve hier nach oben. Und das Ganze sieht jetzt etwa irgendwie so aus. Ist das gut gezeichnet? Naja. Und was ist das für eine Kurve? Wer sagt es mir? Bitte? Sie ist quadratisch, ja. Ich wollte aber eigentlich etwas hören, was mit P anfängt. Ein Parabelstückchen. Sie meinen das, ja. So. Das ist ein Parabelstück. Das ist die gleichmäßig beschleunigte Bewegung. Und jetzt wollen wir das Ganze doch etwas mathematischer fassen. Nicht so, also das war jetzt der Versuch, es anschaulich darzustellen. So. Was ich Ihnen hinschreiben möchte, ist x als Funktion von t ist gleich, das ist der Ort, v als Funktion von t, die Geschwindigkeit, und a als Funktion von t. So, bei der gleichmäßig beschleunigten Bewegung ist das a, ich brauche ein bisschen Platz, einfach ein konstantes klein a. Okay, jetzt integriere ich das Ganze einmal. So, einmal integriert bekomme ich ein a mal t und ich bekomme eben noch diese Integrationskonstante v0. Und das heißt, wenn ich jetzt t gleich 0 setze, ja, ist der Term 0 und das heißt, die Geschwindigkeit von t gleich 0 ist v0. Das ist die Bedeutung von dem v0. Sie können... Es gibt auch andere Angaben. Es muss nicht die Geschwindigkeit bei t gleich 0 angegeben sein. Es muss irgendeine Geschwindigkeit zu irgendeinem Zeitpunkt angegeben sein und dann können Sie die Integrationskonstante bestimmen. Wenn Sie t gleich 0 wählen, wird es natürlich besonders einfach. So, jetzt integrieren wir nochmal und dann wird aus diesem Term ein a halbe t Quadrat. Aus diesem Term wird ein v0 mal t und Sie bekommen noch eine Integrationskonstante, nämlich ein x0. So. Sie können auch umgekehrt mal testen, wenn ich das ableite, fällt die Konstante weg und aus dem t wird eine 1, aus dem t Quadrat wird eben ein 2t und es gibt dann hier at, nochmal ableiten gibt das a. Also das ist der einfache Fall der Konstante.
gleichmäßig beschleunigten Bewegung. Und da ich so viel Wert auf Einheiten lege, schreibe ich das jetzt noch hin. Weg wird eben gemessen in Metern. Hier bekommen Sie Meter pro Sekunde bei der Geschwindigkeit. Eben bei der Ableitung, zeitliche Ableitung bedeutet, dass Sie praktisch ein 1 durch Sekunde in die Einheit da noch bekommen. Und hier ist es Meter pro Sekunde Quadrat. Also Beschleunigung wird in Meter pro Sekunde Quadrat gemessen. Das ist eben die gleichmäßig beschleunigte Bewegung. Jetzt gibt es das in Realität, eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung. Das gibt es in sehr guter Näherung jedenfalls. Hier ist es aufgebaut. Das ist eben der freie Fall. Und Sie werden bei einer Fallbewegung eine konstante Beschleunigung finden. Und diese Beschleunigung, die bezeichnen wir mit einem kleinen g, da steckt die Gravitation in dem g, Gravitational Acceleration, ja. Und diese Beschleunigung ist vom Betrag her 9,8 Meter pro Sekunde Quadrat. Sie werden sich vielleicht fragen, manchmal liest man in der Literatur 9,81 oder lernt in der Schule 9,81, kann sich darüber streiten, ob dieses 1 noch irgendwie signifikant ist. Es hängt ziemlich davon ab, also zum Beispiel am Äquator. Also es hängt davon ab, wo man sich genau auf der Erde befindet, denn die Erde ist nur in gewisser Näherung eine Kugel. Sie ist nicht ganz genau eine Kugel. Und deshalb hat man am Äquator 9,78 Meter pro Sekunde Quadrat. Bei uns hat man 9,81 tatsächlich. Gerundet natürlich auf die zwei Stellen hinter dem Komma. Und an den Polen hat man 9,83. Deshalb kann man sich jetzt streiten, ob man 9,8 hier hinschreibt oder 9,81. Es hängt auch etwas davon ab, an welchem Ort man sich genau findet. Es gibt tatsächlich Karten, die das Gravitationsfeld der Erde genau vermessen, hängt auch von der Höhe ab. Mir wurde gestern die Frage gestellt, wie ändert sich das mit der Höhe? Das kann man relativ leicht sich überlegen. Also vielleicht, also in wenigen Wochen können Sie das auch sehr leicht tun. Das Gravitationsfeld nimmt ab mit der Entfernung vom Erdmittelpunkt. Okay, und es ist ein 1 durch R-Quadrat-Gesetz. Ja, sozusagen die Distanz Erdmittelpunkt zu uns sind etwa 6500 Kilometer. Und jetzt kann man sich daraus überlegen, dass, ich zeige Ihnen gleich das Ergebnis, wenn man etwa 13 Kilometer in die Höhe geht, dann ändert sich die Gravitationsbeschleunigung um ein Promille, um ein Tausendstel. Also es ist ein relativ geringer Effekt, aber wenn es darum geht, zum Beispiel Bahn von einem, und Umlaufzeit von einem von der Space Station, die irgendwo in 300 Kilometer Höhe ist, dann kommt es schon drauf an. Also dann ist schon klar, dass diese Höhe 300 Kilometer dort die Gravitationsbeschleunigung reduziert. Aber sozusagen für dieses Experiment ist es ein extrem geringer Effekt. Also die Änderung hier ist in der siebten Nachkommastelle und so weiter und deshalb völlig unbedeutend gegen alle anderen systematischen Probleme, die wir da drin haben. Was will ich notieren? Es ist also eine konstante Beschleunigung
und die ist zur Erdoberfläche. Hingerichtet. Klar, sie beschleunigen nach unten und nicht nach oben. Sie fallen nach unten und nicht nach oben, ja. Bitte? Die? Naja, okay. Ja. Das ist die Frage, definiert, was meine ich mit Erdoberfläche? Also sozusagen natürlich, wenn die Erdoberfläche lokal ein bisschen schief steht, heißt das nicht, dass die Gravitationsfeld sich dadurch verbiegt. Ich meine, damit steckt die Annahme drin, dass die Erde eine große Kugel ist. Und dann heißt es, dass die, also wenn ich zum Erdmittelpunkt gerichtet bin, sozusagen, dass ich senkrecht zur Oberfläche ist. Also das ist damit gemeint. Also ist es gemeint zum ist auch die Frage, wann genau, also man kann darüber streiten, ob jetzt diese zum Erdmittelpunkt hin ganz genau die Definition ist. Also letztendlich müsste man dann wirklich die Massenverteilung der Erde ganz genau kennen und dann solche Dinge ausrechnen. Tatsächlich ist das auch, kann man das tatsächlich, es gibt zum Beispiel, man kann die Gravitationsbeschleunigung, ich weiß nicht auf wie viel, ich glaube auf 7 Stellen genau messen. Und damit kann man dann tatsächlich, und das ist sehr interessant, eben lokale Verzerrungen im Gravitationsfeld aufspüren. Und es ist zum Beispiel wichtig, um vielleicht gewisse Rohstoffe aufzuspüren. Ja. Interessanterweise gab es auch, das war also von dem US-Militär oder Geheimdienst finanziert, es gibt also sogenannte Atominterferometer, das werden Sie in ein paar Jahren lernen, was das ist, Materiewelleninterferenzen, damit kann man diese Gravitationsbeschleunigung sehr genau messen. Und es gab tatsächlich irgendwie ein Programm, da wurde jemand, der Atominterferometer baut, finanziert mit der Motivation, dass man in Afghanistan oder ähnlichen Ländern irgendwelche Hohlräume unter der Erde aufspürt, mit der Motivation, dann Bin Laden so aufzuspüren. Ja. Man hat es dann mit eher konventionelleren Methoden geschafft, aber tatsächlich ist das eine kuriose Anwendung von solchen Dingen. Aber da muss man dann sozusagen auf der 7. Stelle hinter dem Komma und so weiter schauen. Okay, so was wollte ich Ihnen noch sagen zum Vorzeichen? Hier habe ich es positiv hingeschrieben. Damit meine ich einfach den Betrag der Beschleunigung. Ich habe es positiv hingeschrieben. Man muss mit dem Vorzeichen aufpassen. Wenn ich meine Ortskoordinate so definiere, nach oben gehend, also Z-Koordinate nach oben, dann ist die Beschleunigung, wenn sie nach unten gerichtet ist, negativ. Dann ist dieser Wert negativ anzusetzen. Man muss immer aufpassen, wie wähle ich mein Koordinatensystem, mein Bezugssystem. Und dann heißt, da muss man schauen, wie passt das Vorzeichen. Ja? Und Achtung mit dem Vorzeichen, da verhaut man manchmal die Übungsaufgaben. Und wenn ich jetzt eben sozusagen eine Z-Koordinate, oder Sie können es auch X nennen, die in die Höhe geht, dann wäre die Beschleunigung A gleich minus G. Dass wenn x mit der Höhe zunimmt. Also wenn ich hier die Erde habe, hier ist das x und hier haben wir a gleich minus g, dann muss ich das so ansetzen. Ich weise deshalb darauf hin, weil hier ist die Erdoberfläche, weil Vorzeichenfehler eben sehr häufig passieren und sich genau überlegen muss, wie muss ich das Vorzeichen nun entsprechend verwenden. Das ist eine häufige Fehlerquelle, andere werden Sie später kennenlernen, das ist das berüchtigte 2π.
wenn Sie Frequenzen und Kreisfrequenzen und so weiter, aber das kommt noch. Eins nach dem anderen. Okay, und jetzt wollen wir uns wirklich den freien Fall genauer anschauen. Und ich möchte dann zunächst mal eine Frage stellen. Wir haben hier, da steht der Wert noch, wir haben also 622, sagen wir 623, sind wir großzügig, Millisekunden als Fallzeit gemessen. Und jetzt stelle ich folgende Frage, und hier ist das schon entsprechend angedeutet. Ich stelle die Frage, wie muss ich die Fallhöhe verändern, um die Fallzeit zu halbieren? Muss ich es auf h halbe setzen? Muss ich es auf h viertel setzen? Oder muss ich es irgendwo anders hinsetzen? Wer ist für h halbe? Wer ist für h viertel? Aha, wer ist für irgendwas anderes? Okay, was? H durch Pi? H durch Pi vielleicht? Lassen wir mal das Experiment entscheiden. Oh, jetzt ist nicht alles umgefallen. Mal die Fotodiode neu justieren. So, haben wir Signal? Ja, sieht nicht schlecht aus, oder? Probieren wir es mal bei H halbe. Und Sie sehen, es sind 441. Probieren wir es nochmal. Sieht nicht nach der Hälfte aus, oder? Wenn ich das mal ausrechne. Was hatten wir gemessen? Was hat er gesagt? Oh, nochmal. Dann ist das ein Faktor 1,43. 1,43. Nach was riecht das denn? 1,43. Ja? Ja. Das ist Wurzel 2. Also Sie haben jetzt die Zeit nur Wurzel 2 reduziert. Und jetzt versuchen wir es nochmal auf H Viertel. Vielleicht für Sie versuchen es mal. Ich erzähle noch ein bisschen was. Und es geht eben um den freien Fall. Und das möchte ich jetzt gerade noch erklären, weil es eben für die Übungsaufgaben auch wichtig ist. Freier Fall. Und der freie Fall wird beschrieben durch eine Höhe h von t ist gleich h0 minus g halbe t Quadrat. Ja, das heißt, hier ist die Anfangsgeschwindigkeit v0 ist 0 und dann bekommen wir das. Und wenn ich das in einem Weg-Zeit-Diagramm auftrage, dann sieht es eben so aus, dass ich bei einer Höhe h0 starte. Hier habe ich mein h von t und hier habe ich meine Zeit t. Und dann beginnt es, beschreibt die Parabel und geht dann entsprechend so runter. Und nach der halben Zeit ist das... Moment, nach der halben Zeit hier, ist das Ganze ist jetzt nicht sehr schön gezeichnet, ist das Ganze um ein Viertel, sagen wir mal, das ist jetzt die T1 sei die Zeit, die es insgesamt braucht und das da wäre T1 halbe und dann sehen Sie, es hat gerade mal, ist jetzt keine sonderlich schöne Zeichnung, das sind hier drei Viertel H0 und sozusagen die Höhe ist
Deshalb ist, das bedeutet, die Fallhöhe muss auf ein Viertel reduziert werden. Vielleicht versuchen wir es gerade mal, ob es etwa hinkommt. 317 sieht gar nicht so schlecht aus, oder? Ja, das nehmen Sie uns ab als Faktor 2. Ja. Okay. So sieht das Ganze eben aus, der freie Fall. Und dazu, ja, zur gleichmäßig beschleunigten Bewegung kriegen Sie auch heute Übungsaufgaben. Okay, schließen wir für heute und am Freitag machen wir weiter mit einer Bewegung in zwei Dimensionen. Sie bekommen schon ein Übungsbeispiel dazu, aber es werden Ihnen die Übungsgruppenleiter dann. Musik